Ja, schon wieder kalt. Ach, Wilson. Wilson, Wilson, Wilson. Owen Wilson. Ja, bleib mal lieber da. Keine Ahnung, wo ich mein Handy habe, wo ich die ganzen Themen immer aufschreibe. 79 sind, sie sind immer schwarz, das ist gut. Ich würde gerne noch ein bisschen sammeln. Ach, ist gerade ausgegangen. Es ist noch so viel zu bauen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hey, vielleicht kann ich Beefalo-Kacke holen. Jetzt gerade, wo ich das machen will, natürlich geht's da los. Aber ist auch gar nicht schlecht. Beschweren will ich mich nicht. Obwohl, die waren ziemlich weit unten, glaube ich. Weiß nicht, schaffe ich das? Habe ja schon was gegessen. Bei Honighappen. Machen die im Winter? Das gleiche wie immer. Die ändern sich nicht. Ich habe übrigens gelesen, die vermehren sich nur aus offscreen. Also ihr werdet nie sehen, wie da zwei oder drei übereinander hängen. Ah, ich wollte gerade sagen, was ist das? Aber das ist bloß so ein Astgemisch. Unsere Psyche ist wieder in Ordnung. Gut, dass die Viecher nicht vorher gekommen sind, die Hunde. Weil mit angeschlagener Psyche zusätzlich wäre das, glaube ich, schlecht ausgegangen. Ah, jetzt sind es wieder Häschen. Jetzt sind es wieder schlechte Häschen. Nur Monsterfleisch. Okay, könnten wir eigentlich über ein paar Themen reden, wenn wir eh nichts was zu tun haben. Was ist das? Hammer, so. Also den brauche ich nicht. Musik round around. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen kann. Ist Pitchfork nicht eigentlich eine Mistgabel? Vogelfall habe ich auch schon mal gebaut. Naja, einen Regenschirm brauche ich eigentlich nicht. Was ich immer so toll finde, ist, wenn irgendwelche Stars sich für irgendwas engagieren. Zum Beispiel, hat irgend so ein Model, von, was bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat, gesagt, ja, ich liebe Kinder. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich kann mir denken, wie sehr du Kinder liebst, solange die Kamera da ist. Ja, super, ich liebe Kinder. Ist die Kamera weg? Interessieren sich meistens einen Scheiß für die, für was sie sich angeblich interessieren. Faszinierend ist aber auch, dass sie dann tatsächlich meinen, die haben irgendwas bewirkt. Wenn ich da mal 10 Minuten mit einem Kind was gespielt habe, geht's dem Kind vielleicht 10 Minuten mal kurz gut und das, dann war's das. Wenn es einem Kind schlecht geht, dann kann man ein Kind nicht einfach so hoppla hopp, du bist jetzt wieder des Lebens froh, so einfach ist das nicht. Wenn da grundlegende Probleme vorliegen, dann muss da auch was passieren. Oder wie der Dings, der bei keiner Wahl mitgemacht, wie heißt er? Til Schweiger? Genau. Der sich ja so für Flüchtlinge einsetzt. Oh. Ich bezweifle stark, dass der wirklich was macht. So 30 Minuten Kisten umschleppen. Oh ja, ich bin voll der Held. Nein. Der hat sich vorher auch nicht dafür interessiert. Das bin ich, da bin ich mir ganz sicher. Und mit einmal, weil sie in Medien präsent ist. Ach du Scheiße. Ich war's nicht. Wo ist...
Oh, Schwein gehabt. Oh. Nur weil es mit einmal in den Medien präsent ist, mit einmal sagt jeder, ja, ich interessiere mich voll dafür. Und bla bla. Du willst mich wohl verarschen. Was habt ihr jetzt davon? Ist ja gerade direkt Monsterfleisch rausgekommen. Ja, ich finde das einfach so verwerflich, dass die Leute, vor allem, das ist ja eigentlich primär ein Star-Problem, dass die Leute sich ja eigentlich damit einmal meinen, ich bin voll toll, denn ich engagiere mich für Sachen, die gerade präsent sind. Wenn sich Leute mit einmal darüber beschweren würden, wie viel Lebensmittel zum Beispiel weggeworfen werden, und das Problem ist, die Leute sind sich gar nicht mehr bewusst, wie viel sie erstens wegschmeißen, dass das alles Geld kostet. Und das Schlimmste ist, dass sie die Lebensmittel gar nicht zu schätzen wissen. Wird er damit geschlagen? Das klingt ja wie im SM-Studio. Dass die Leute sich gar nicht gewahr sind, dass diese Probleme ja zum Beispiel auch nicht nur zur Weihnachtszeit bestehen. Weihnachten wird am meisten Geld gespendet, aber das ist total hirnrissig, weil die Leute brauchen das Geld das ganze Jahr, nicht nur an Weihnachten. Ich esse mal ein bisschen Honig. Eigentlich ist es verschwendet, aber ist mir jetzt egal. Und das verstehen sie nicht. Das verstehen die meisten Leute einfach nicht. Dass du, wenn du für einen Moment ein Problem aus der Welt schaffst, dass das Problem all und für sich nicht gelöst ist. Klar, man kann nicht jedes Problem lösen. Aber wenn ich schon sage, ich engagiere mich für irgendwas, dann soll ich es auch richtig machen. Wir schaffen das. Ja, macht die Merkel nämlich auch so. Einfach sagen, wir schaffen das und der Bürger hat's zu stemmen und fertig. Guckst als Otto-Normalbürger halt in die Röhre. Wir schaffen das, indem wir einfach das machen, was wir wollen. Das heißt, wenn wir wollen, dass genau in deinem Haus Leute untergebracht werden, dann werden die da untergebracht. Scheiß drauf, dass du das willst oder nicht. Kann ich mir eigentlich noch ein bisschen... So, mal sehen, was da rauskommt. Fischtacos! Und wir haben 1900... Obwohl, ich warte noch kurz. Ach, was mache ich denn? Yeah, Fischtacos, die wollte ich haben. Fällt mir, ich müsste ja auch mal ein Feuer anmachen. Die ganze Wohnung ist schon den ganzen Tag ungeheizt. Jetzt frage ich mich, kann ich das mit dem normalen Code? Hä? Oh, mit linker Taste vielleicht. Ja, so einfach geht's. Ich dachte, ich muss da irgendeine Mischung zusammenklabustern. Ich hab nichts Normales mehr zu essen, oder? Irgendwie nicht. Ja, also diese Kurzsichtigkeit der Leute finde ich einfach so schrecklich. Wenn es heiß ist, wegen der globalen Erwärmung, mache ich die Klimaanlage an. Problem gelöst. Nein, Problem ist nicht gelöst. Problem besteht weiterhin. Nur weil es dir kurz erträglicher ist, heißt noch lange nicht, dass das Problem nicht mehr besteht. Mann, ist alles voll mit den Hasenlöchern. Ah. Nur weiter so. Ach, ich will kein blödes Monsterfleisch. Monsterfleisch nervt. Vielleicht kann ich mir einfach ein paar Steaks davon braten. Hier. Yeah. Lass erstmal so im Bauch.
Ach, da kriege ich diese. Oh oh. Toll. Die Fischtacos bringen psychemäßig gar nichts. Unsere Psyche ist im Keller. Oh, ich habe. Was so ein Scheiß, ich habe den Hut nicht aufgehabt. Ein Glück sind noch keine bösen Gestalten da. Jetzt ist unsere Psyche wieder am Boden. Ich glaube, ich höre erstmal auf mit dem Mist. Genau, meine Rede. Schlafen wir erstmal. Ja, ja, ja. Hunger, müde, Pipi, kalt. Ja, besser. Schauen wir mal den Honig hier raus. 6 Stück. Das reicht für 1-2 Gerichte. Für 2 sogar. So, was hatte ich denn ursprünglich gesagt, was ich alles machen will? Ich wollte ganz, ganz viel im Winter. Lass mich mal ein bisschen überlegen. Holzfällen wollte ich ganz viel, das weiß ich. Wir haben ja jetzt die Zeit dazu. Mit Holz kann ich dann auch zur Not heizen. Was kann man denn für neue Werkzeuge machen? Luxuriöse Axt. Chop down trees with style. Machen wir es einfach mal. Weil wir einfach so viel Gold haben. Ui. Luxuriöse Axt. Oh ja, die ist cool. Holen wir uns erstmal die Setzlinge. Mal sehen, wie gut die ist. Ich glaube, die hält ein bisschen länger auf jeden Fall. Ah. Kann ich diese Werkzeuge zum Beispiel durch Goldwerkzeuge ersetzen? Spare ich auf jeden Fall eine Menge. Ihr wisst schon, was ich meine. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Eine Menge Flint. Ich habe den Wald hier nicht ohne Grund angepflanzt gehabt. Der Hintergrund war nämlich der, dass ich dann im Winter hier möglichst viel Holz hacken kann. Scheiße ist natürlich, wenn da eine Flamme aufgeht. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass hier ein Baumhirte plötzlich kommt. Zum Baumbartverschnitt. Ich hole mir mal lieber was zu essen. Ach, es geht noch. Boah, ist die cool. Also es ist wirklich beeindruckend, wie lange die hält. Eigentlich ist es ganz komisch, weil es dürfte eigentlich überhaupt nicht halten, weil Gold ist viel zu weich. Gold ist nicht geeignet für sowas. Also ist Gold zu teuer. Aber Geld spielt ja hier keine Rolle mehr. Aber trotzdem, Gold ist ein viel zu weicher Stoff, um sowas damit zu machen. Hm, vielleicht kann ich noch eine luxuriöse Schaufel dazu holen. So. Pickaxe. Entsprechende Schaufel. Coole Sache.